Gefährliche Situation in Rumänien. Auf der Bahnstrecke zwischen Bukarest und Brasov mussten am Samstag rund 200 Reisende einen brennenden Triebwagen verlassen, als sich im Nachbargleis plötzlich ein durchfahrender Zug nähert. Einige der evakuierten Reisenden stehen noch in unmittelbarer Nähe zum Gleis. Ein Personenunfall ereignet sich glücklicherweise nicht. Wie es zu der gefährlichen Situation kommen konnte und warum das Nachbargleis nicht längst für den Zugverkehr gesperrt war, ist nicht bekannt. Laut lokalen Medienberichten war der vorangegangene Fahrzeugbrand möglicherweise durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Verletzt wurde dabei niemand.